Eine Welt ohne Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krypto TV. Heute bin ich zum Fest der Freien Weltbewegung in Salzburg eingeladen. Diese Gruppe widmet sich den Ideen, wie man eine Welt kreieren kann, wo Geld nicht notwendig ist. Nun, heutzutage, wo die Schulden der Staaten so astronomisch hoch sind, dass man sich das kaum mehr vorstellen kann, muss man sich eigentlich schon darüber Gedanken machen. Denn wenn dies so weitergeht, werden meiner Meinung nach wir alle irgendwann in der Schuld der Banken stehen, und zwar die gesamte Menschheit. Und dann regiert nicht mehr der Staat, sondern die Banken, die Menschheit. Kurt Schrammel ist der Vorsitzende der Freien Weltbewegung und ich möchte euch nun kurz etwas aus der Einladung vorlesen, damit ihr wisst, um was es heute bei diesem Fest im Besonderen geht. Einladung zum Fest der Freien Weltbewegung. Wir beginnen mit der Filmvorführung In Time. Er beschreibt eine Welt, in welches es unsere Medizinforschung geschafft hat, uns ewige Jugend zu bescheren. Es gibt auch kein Geld mehr, sondern alles wird nach Lebenszeit berechnet. Das Ganze ist verpackt in Spielfilm mit Action, Herz und Geist. Die Rolle des Filmhelden spielt Justin Timberlake. Den Film kann ich nur empfehlen, den habe ich selbst schon gesehen. Also borgen Sie sich doch diesen Film mal aus. Dann beginnen wir mit dem gesellschaftlichen Teil. Der Festrede, eine Kurzvorstellung aller Festgäste, eine lockere Tai Chi Gong Meditationsübung und ein gemeinsames Singen. Es folgt der Höhepunkt, das große Festmahl. Aus Ausklang gibt es noch ein gemeinsames Tanzen und ein Schlusskreis. Nun, meine werten lieben Zuseher und Zuseherinnen, ich lade euch nur herzlich ein, mit mir dieses Fest zu genießen. Also, ein gleich kurzes Programm für heute. Ich weiß noch, wer einladen möchte, aber es geht so, wir schauen uns erst den Film an, In Time. Zwar geht es um das, sagen wir, Zeit als Währung, ja, sozusagen, Lebenszeit, was ja irgendwie so auch in die Zukunft andenkbar wäre, aber das zeigt sozusagen auf, in welche Richtung das weitergeht, wenn man immer mit diesem Geldsystem an Zeit ist, das gehört, wo wir kommen. Dann haben wir nach dem Film kurze Pause. Nach der Pause machen wir dann so einen Kreis, also lassen wir das weg. Das ist also zuerst einmal die Ansprache, sind wir die Testrede. Dann haben wir eine kurze Vorstellrunde von den Teilnehmern. Dann haben wir eine kurze Tai-Chi-Gang-Übung und so. Ich mache das ein bisschen vor, ganz was Einfaches, so ein bisschen zum Ablockern. Und dann machen wir noch ein Zimmer, ein gemeinsames Lied, ein Kanon, wo wir ausgesucht, dass wir gemeinsam sozusagen was erarbeiten. Und dann geht es wieder zum Festmahl, da richten wir uns an die Tischtiere und da kann man essen. Nach dem Essen gibt es dann noch ein gemeinsames Tanz, der Ernst wird das ein bisschen anleiten, der hat das wirklich sehr toll gemacht, sodass wir so im Kreis, so ein Kreistanz ein bisschen gemeinsam machen. Und am Schluss machen wir dann einen Schlusskreis und ich denke, dass es um 7 Uhr von wieder, dass wir wieder sich schließen. Wir werden ja ein bisschen Zeit hat, vielleicht ein bisschen dann über den Wochen zusammenarbeiten. Wäre nett. Okay, dann gehen wir es an. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Das WC ist da draußen, da vielleicht nicht gesehen, aber dann werden wir die Fenster wieder zumachen. Kannst du? Kannst du zumachen? Ja, bitte. Und die Dinger verlassen, die müssen wir da einschalten, dass wir einen Ton haben.
habe keine Zeit, darüber nachzudenken, wie es dazu gekommen ist. Es ist, wie es ist. Wir sind genetisch so verändert, dass wir mit 25 aufhören zu altern. Das Problem ist, wir leben da nur noch ein weiteres Jahr. Es sei denn, wir können mehr Zeit bekommen. Zeit ist jetzt unsere Währung. Wir arbeiten dafür und bezahlen damit. Die Reichen können ewig leben. Und der Rest von uns. Ich will einfach nur mal mit mehr Zeit auf der Uhr aufwachen, als der Tag Stunden hat. Guten Abend. Ich glaube, die Zuseher würde interessieren, was Sie vielleicht bewegt, dass Sie sich für diese Veranstaltung hier interessieren. Also ich bin zu der Veranstaltung gekommen, weil ich fasziniert bin, wenn es Menschen gibt, die Visionen haben und etwas Neues nur beginnen kann, wenn man Visionen hat. Das Motto geldfreies Leben, geldfreie Welt. Können Sie sich vorstellen, dass es eine Welt ohne Geld gibt? Momentan noch schwer, aber ich würde mir sehr wünschen. Ja? Na dann arbeiten wir einfach mal darauf hin. Ich danke Ihnen recht herzlich und einen schönen Tag. Gut, also ich habe noch ein bisschen eine Festrede, zu einem Fest gehört halt auch eine Festrede, habe ich dazu nachgedacht. Ist da so eine freie Rede rausgekommen? Der erste Teil wäre sozusagen ein bisschen eine Rückschau, Gegenwart und Zukunft. Das tut man gern bei so Gemeinschaften. Wie hat sich das entwickelt, unsere Gemeinschaft, die freie Welt? Also wir haben ja vor ungefähr einem guten Jahr hat man begonnen mit dieser freien Weltbewegung, hat sich herauskristallisiert aus den Violetten, dieses Parteiprojekt, was man schon eigentlich schon 10 Jahre probiert hat. Wir sind aber drauf gekommen, inzwischen, mit dem, was wir bewegen wollen auf der Welt, können wir als Partei nicht mehr erreichen. Das heißt, wenn wir als Partei agieren, unterliegen wir genau wieder den Gesetzen der Wirtschaft und des Kapitals und wir müssen uns dem unterwerfen und können nicht wirklich die Welt befreien, was wir hier vorhaben. Es soll ja eigentlich eine Weltbefreiungsbewegung sein. Es geht nicht so sehr um uns, sondern es geht wirklich um die Welt. Und so sind wir draufgekommen, die Ursache,
warum so viele Probleme sind auf der Welt mit Klimaschutz, Umweltschutz, diese ganzen Sachen, Probleme, soziale Probleme, Armut und alles. Es liegt, wenn man wirklich zu Ursprung geht, liegt am Geldsystem. Das heißt, wir wollten das Geldsystem, die Welt vom Geldsystem befreien. Das ist ein großes Vorhaben, was wir haben. Da haben wir gesagt, wir wollen das nicht als Partei, es geht als Partei nicht. Andererseits brauchen wir aber auch eine Regierung. Das heißt, wir wollen die Regierung unterstützen in ihre Vorhaben, die was sie ja sehr bemüht eigentlich auch für Umweltschutz und so weiter, aber immer diesem Geldsystem unterworfen ist und dieser Konkurrenz mit anderen Staaten und wirtschaftliche Konkurrenz. Wenn wir dem unserer Regierung helfen wollen, müssen wir schauen, dass wir das Geld wegbringen und das können wir als Bürger, was sagt man da, Bürgerbeteiligungsgemeinschaft. Das heißt, dass wir dann eine im Endeffekt ein Volksbegehren initiieren, indem wir einfach recht viel werden, Volksbegehren zur Abschaffung des Geldes, eine Volksabstimmung machen, einmal in Österreich. Ja, das wäre natürlich geplant, in der ganzen Welt. Wir können das einmal in Österreich anfangen. Österreich ist ein geschlossenes Finanzsystem und wir Österreicher können sagen, wir arbeiten jetzt alle frei in Österreich gegenüber dem Ausland. Solange die anderen nicht umgeschaut haben, müssen wir nur mit Geld handeln, aber wir können das in unserem Land machen, wenn wir alle einverstanden sind. Gut. In der Gegenwart würde ich sagen, wir haben damals, vor einem Jahr ungefähr, waren wir 30 Mitglieder noch von den Violetten, haben uns dann eben in Freie Weltbewegung umgetauft. Und mittlerweile sind wir über 60 Mitglieder, hat sich gesteigert. Und wir haben jetzt momentan zwei Basisgruppen, das heißt, jedes Mitglied ist einer Basisgruppe angeschlossen, damit man sich ja wirklich, also nicht mehr Mitglied ist so in einer großen Kommune, sondern es sind wirklich einzelne Gruppen. Und die eine Gruppe hat die Isabella, führt eine Gruppe und die andere wie. Und die Isabella ist allerdings aus Hendorf, aber die Elfriede hat gesagt, sie stellt ihr Wohnzimmer in Murzk zur Verfügung. Die ist leider heute nicht da, sie hat ein Familienfest, die Elfriede. Aber wir können die Hilfen dann doch in Salzburg machen, sodass wir nicht nach Hendorf rausfahren müssen. Und die zweite Gruppe habe ich. Das ist momentan der aktuelle Stand. Zukunft. Ja, die Zukunft wäre, ich habe dort Flyer aufgelegt, ich habe dort so Heftel aufgelegt, die meisten kennen schon meine Heftel, dass sich jeder so, was sie 10 mitnimmt und in seinem Freundeskreis oder wenn man ihm denkt, dem kann das interessieren. Was wir machen können als Gemeinschaft, wir können ja nur anbieten, wir können ja nicht irgendwie, wenn was drüber stülpt, man sagt, wir haben die Idee, wir sind überzeugt, es wird ohne Geld die Welt wesentlich besser sein. Und die würden schauen, würde die Seite interessieren, das ist ein Angebot. Ja. Und dann, wenn man es mitnimmt, dann einfach mal schaut, wem kann man es geben. Also ich war froh, wenn wir dann gehen, dass der Tisch dort leer ist. Das ist ja die Sache mit ich, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das sind diese Dreierding. Was ist die Vergangenheit? Meine, ohne Vergangenheit waren wir zu dem nicht gekommen, was wir jetzt sind, weil alles, was in unserem Kopf gespeichert ist, kommt nur aus der Vergangenheit und ohne Zukunft gab es unsere Bewegung ja auch nicht, also ist die Zukunft auch wichtig. Die Frage ist, ist die Gegenwart, was ist das Wichtigste, aber da möchte ich dann am Schluss der Rede nochmal zurückkommen, ist es die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft. Der zweite Dreiervergleich wäre, und das ist auch ein Vergleich, was ich vom Joe Kreisler habe, da muss man noch ein kurzes Video sehen von ihm. Der hat gesagt, die Welt ist eigentlich ein Kino. Was braucht man zum Kino? Man braucht drei Sachen. Wir brauchen eine Leinwand. Die Leinwand, das ist sozusagen unsere Welt im Vergleich. Wir brauchen weißes Licht. Das ist die Energie, von der wir leben. Und wir brauchen einen Film. Aber der Film, der stellen wir fest. Den Film machen wir, den gestalten wir. Man kann nicht sagen, das kann nicht gehen, das kann nicht gehen. Man sagt, das kann nicht gehen, wenn ohne Geld. Das ist nur, wie es wir uns gestalten, diese Welt, den Film. Das liegt nur an uns. Also diese drei Faktoren. Dann war der dritte Reihevergleich wäre das, wo man jetzt so schaut. Es gibt speziell im Internet, wo man schaut, derartig viel Aufklärung über die Weltlage. Top-Info-Forum, diese ganzen Vorträge, Videos vom Pop, von Hans-Franz Hörmann und so weiter, über Geldsystem und so weiter. Es gibt wahnsinnig viel Aufklärung. Der Film zum Beispiel ist auch so Aufklärung, bis weitergeht. Das zweite Stadium wäre, es gibt dann diese Aussteiger.
Da gibt es das OPPT, das gibt die Freeman-Bewegung, freie staatliche Selbstverwalter. Und es gibt schon, glaube ich, Tausende in Deutschland speziell, die was einfach sagen, sie steigen aus dem Staat aus. Dieses System, dieser Staat ist ein zerstörerisches System und sie steigen aus. Das ist das Nächste. Aber was nutzt, wenn mal aussteigen? Das sagt auch dieser Film. Es wird vielleicht für ein paar Jahre wieder gut sein und dann, wenn das System nicht geändert wird, wird es genau wieder so einspielen. Das heißt, wir müssen das System wirklich ändern, wir müssen ein neues System schaffen. Und das wäre unsere Zukunft, wenn wir sagen, wir wollen dieses System, wie es jetzt ist, dieses zerstörerische System, dieses Geldsystem, wir wollen nicht mehr Teil dieses Systems sein, weil es zerstörerisch ist. Wir wollen das einfach mal für alle Mal ausschalten. Und das können wir natürlich nur in Gemeinschaft einfach alle sagen. Jeder von sich sagt, ich bin einverstanden, ich mache meine Leistung für die Gemeinschaft auch ohne Geld. Und dann geht uns alle nichts ab. Jeder macht seine Sache und wir sparen uns die ganzen Verwaltungen und so weiter. Wir haben keine Konkurrenz mehr und so weiter. Es gibt so viel, sagen wir so, wie soll ich sagen, denkt man, die Welt kann doch fast ein Paradies sein, wenn das Geldsystem nicht wäre. Ja. Aber das muss einmal, wie gesagt, im Kopf rein und wir können es nur anbieten. Wäre nicht. Ja, jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, weil ich gesagt habe, was ist das Wichtigste? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Ja. Die Vergangenheit ist wichtig, dass wir mal uns informieren können, wie es läuft. Die Zukunft ist, dass wir von was nie arbeiten. Aber die Entscheidung, ob jetzt sagen wir, diese freie Welt mir anschließt, die können wir nur in der Gegenwart treffen. Das ist nur eine Sekunde, weil die Gegenwart ist immer nur eine Sekunde. Und die Entscheidung, jetzt meinst du? Eben jetzt. Die können wir nur, also das ist die Gegenwart, wo wir die Entscheidung treffen, wie sozusagen die Zukunft wird. Also könnte man sagen, wirklich, die Gegenwart ist doch das Wichtigste. Danke für die Zuhörung. Und zwar machen wir eine kurze Vorstellrunde von allen Teilnehmern, damit jeder mal immer zu Wort kommen kann. Allerdings kann nicht jeder kein Roman erzählen, das ist nicht eine normale Vorstellrunde, weil es wird viel zu lange dauern. Das heißt, es schreibt jeder da seinen Namen hin und machen wir so eine Liste, was uns an der freien Welt so gefällt. Das heißt, wir machen jetzt so eine Vision. Das heißt ja, wenn du auf ferne Reisen gehen willst, ja, was wir eigentlich vorhaben, sagen wir, ferne Reise, dann musst du ein großes Schiff bauen, dann musst du die Leute von fernen Ländern vorschwärmen, dann bringst du dazu, dass der Helfer das Schiff bauen, um in ferne Länder zu reisen. Ich denke, wir machen jetzt so eine Liste, was an der freien Welt, was man uns so vorstellt, was uns so gefällt, dass wir sozusagen haben, dass diese Sehnsucht in uns wachsen kann, wenn wir diese Listen haben, dass wir das einmal aufschreiben. Ja. Und ich hätte da eben am Anfang so ein Video, kommt man dieses Schaffier vor, und zwar vom Joe Greisler, ich hätte ihn eingeladen, der haben wir so, das heißt Welcome to Freedom, das Video, also Willkommen in der Freiheit. Der Joe Greisler ist ja Freeman in Austria, hat eine Homepage auch, und er hat ein Video gemacht, zusammen mit seinen Kollegen, mit dem Jean. Und das hat mir sogar gefallen, weil es so motivierend ist, wenn ich das bringe, so als Einstimmung. Und dann machen wir das mit aufschreiben. Ich suche da rein schon dabei. Ich würde jetzt auf die Leinwand projizieren. Ist das richtig? Genau. Das wir dann kurz hier sitzen. Ja, bleibt schön. Ein Bewusstsein. Stell dir vor,
vor, es ist vor, und die Gaudi ist erledigt, alle sind drüber noch, zack, ein wenig entscheiden wollen. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur, kurz beschädigt, haben sie gesagt, miteinander, fangen wir einfach an von früher, was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen, den ganzen langen Tag, ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war da? Was war da? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie es gehört. Ja, ja. Und die Welt ist eine große Community, ich hab sie lehren, verlangte frei. Stell dir vor, es ist vor, die Politiker erinnern sich, warum das ist die Verfährer wird. Und stell dir vor, es ist vor, wir sind immer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war da? Was war da? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das kostet immer hart, Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer nah, weil das ist der Grund für die ganze Sklaverei. Ja, was war da? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die Schwingen, oh yeah. Und die Welt ist eine große Community. Die sind da, hey. Sind auf einmal immer da und alle sagen kollektiv, du kannst nicht mehr halt auf Grenzen und wisst was, jetzt bauen wir's einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha! Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Auf die Welt ist eine riesen Community, die wäre, hey, hey, we'll jump. Ich hätte eine Frage, und zwar, können Sie sich auch eine Welt ohne Geld vorstellen? Ich kann mir eine Welt ohne Geld vorstellen, ja. Ja. Es ist nur wichtig, dass jeder bei sich einmal beginnt und danach trachtet, so viel mit Dienstleistungen im Ausgleich zu machen, als nur irgendwie möglich ist. Sehr schön. Vielleicht... Würde ich Sie noch fragen, was bewegt Sie in der freien Weltbewegung? Bei mir hat sich so ergeben, dass ich schon Jahre vorher bei den Violetten war und die Philosophie von den Violetten mitgetragen habe. Und nachdem das ja artähnlich ist oder fast artgleich ist, habe ich mir entschlossen, eben das weiterzumachen. Danke Ihnen und wünsche Ihnen auch viel, viel Freude und Spaß an diesem Abend. Herrlich, danke schön.
gerade keine Werbung mehr, weil es ja keine Konferenz und so weiter mehr gibt, zwischen den Geräten und so weiter, dass wir brauchen keine Werbung, bis außen bis offen eine ewig Werbung haben müssen. Ja, einfach Werbung. So, jetzt werde ich schließlich weitergeben. Der Name hier schon mit mir, wo es man das nicht einfällt. So, mein Name ist Leo. Der Leo. Sri. Damals ja, es gibt Tausende, aber so schon. Sehr gerne. Schlüsselfrei. Ja. Grenzenfrei. Ja, ja. Muss der Regel sein, weil das nach meiner Linie ist. Auch der Fleischverzehr, der Massenproduktion etc. Die Qualität, Gesundheit etc. Was gespielt werden? Auch oder? Was man mit Sicherheit gefällt, ja. Tierleidfreiheit. Ja, das war schön. Wenn man positive Formulierung finden, ist es ja schön, als wenn man. Entschleunigung verlangsamen. Gut, Isabella, das wird gesagt werden. Dauernd haben wir es vorweggenommen, Entschleunigung. Ich würde sagen, zeitlos und grenzenlos. Thank you.
Gleichberechtigung, also Gleichberechtigung. Eine Gassen- und Bildung, zum Beispiel von Kindern und Erwachsenen und auch Tieren und Menschen, allgemeine Gleichberechtigung. Allgemein, ja. Wunderbar, wunderschön, danke. Hallo. Hallo. Und mir liegt die Natur am Herzen, also auch dieses natürliche Leben, zurück zur Natur. Und wir wünschen mal, dass wir alle voller Vertrauen sind. Also. Weil es keine Armen und keine Reichen mehr gibt, sondern jeder alles hat, was er braucht. Und nicht mehr, als er braucht. Ich bin der Heinrich. Und was für mich wichtig ist, dass da diese Wünsche, die da jetzt aufgestimmt sind, dass jemand die umsetzt, der dort nicht möglich ist, und das bin ich selber. Also bei sich beginnen, das ist das Wichtigste, finde ich. Dass der Beppo im Mono sagt, wenn jeder vor seiner Tür kehrt, ist das ganze Dorf so. Und die Wünsche um Gerechtigkeit. Ja, aber so braucht man, dass ich so die Lustigkeit gedacht habe. Das
Ferien. Ja, ja. Ein Reservestift, der ist zwar blau, was du nicht schrecken kannst. Also nicht gerade so. Es gibt zwar blau, aber ja, ich habe noch das Geld genommen. Ich bin die Lucia Nadja und ich wünsche mir, der Mensch zählt zuerst und nicht das Kapital. Und in unserer Gesellschaft ist zuerst das Kapital und dann der Mensch. Und das ist total falsch. Zuerst der Mensch, die Natur, die Tiere. Und so müssen so viele leiden, weil ich zuerst das Kapital. Und dann muss man das auch starke Bewusstseinsveränderung. Zuerst kommt der Mensch. Und die ganze Schöpfung, die Natur, die Tiere, alle, das Kapital kommt, dann steckt das. Das ist nicht. Das kann weg. Und wenn es dann kommt, das sowieso heißt, automatisch. Das ist ein kapitalfreies System. Es ist ein ganz anderes System, das ja. Wir uns jetzt nicht, noch nicht so vorstellen können, aber das wünsche ich mir. In die Gewinde. Und ich stelle mir vor, wenn wir alle nach der AAV-Regel leben, dann braucht man alles andere eigentlich gar nicht mehr. Nach welcher Regel? AAV. Achtung vor mir selbst, Achtung vor meiner moralischen Verantwortung für mein Tun. Dann haben wir so ziemlich was eingeschlossen. Inzwischen wertgefallen, oder? Das ist sicher nicht. Und sie hat zu bleiben. Sorry, das ist dein Bestes. Mein Name ist Manuela und ich wünsche mir bedingungslose Liebe, Respekt und Achtung unter allen Wesen. Also unter allen Wesen sind natürlich die Tiere eingeschlossen. Ich wünsche mir,
gut funktionierende Gemeinschaften, die zusammenleben und die versuchen auch autark zu leben. Es sind schon Ansätze da. In der Kultur ist noch stärker. Ja, die hat sich eh schon ausgefuchtet, und einfach auch eine Vorbildfunktion haben, zum Beispiel die Vorbildfunktion, die zum Beispiel auf Tiere auf Produkte verzichten. Ja. Achso, die Tina haben für sich schon so viel gesagt worden und ich wünsche mir eigentlich nur noch Gelingen und eine Motivation. Also ich weiß nicht, wie soll ich es mitschreiben. Okay, ich bin die Sonja. Und ich wünsche mir, dass die Regenbogen vorkommen. Du kannst da was sagen dazu, ne? Ja, kann ja. Ich werde keine Noten verteilen. Aber ich mache dafür aber die Regenbogenfarben, ganz eine neue also Generation auch ist. Und ich wünsche euch allen, dass ihr eine neue Information kriegt von oben und dass die Regenbogenform euch begleiten soll. Ja? Das heißt, es geht nicht nur um die sieben Chakren, sondern es gibt noch viel mehr. Und die wünsche ich euch, dass es sitzt. Und dass man einfach die Sonne im Herzen wieder leben darf. Okay, wir sehen uns. Sehr schön. Ja, ja. Sehr schön. Ihr alle kennt die 10 Gebote. Ich wünsche uns, dass wir so weit kommen, dass wir keine Gebote mehr brauchen. Ursprünglich waren es 11 Gebote. Das 11. Gebot hat gelautet, ihr sollt so leben, dass ihr die ersten 10 nicht braucht. Der Moses ist erschrocken, weil das war Anarchie und das 11. hat er da weggeschmissen. Aber so weit wünsche ich uns, dass wir kommen, dass wir keine Gebote brauchen. Und ich soll jetzt da arbeiten mit meinem Kreisbar. Das kann ich machen. Warte, ich nehme da. Warte, ich nehme da. Ja, sechs. Das ist eine Neuung. Ich bin froh, dass ich überhaupt. Das Ende des Konkurrenzdenkens.
Gut, dass du willst. Ja, ich bin der Roman, Michi, und ich möchte, dass wir uns alle nicht als Personen, Bekannte oder Freunde sehen, sondern als Familie. Auch zu den Pflanzen, zu den Tieren, aber auch im gesamten Gaia. Also, dass der ganze Planet und wir alle zusammen eine Familie sind. Das wird ganz lästig sein, weil wir das als Vorschlag für die Mutter Erde und das Universum, gell? Kennt ihr das? Und für alle, auch für alle, die was wir lieb haben. Und auch für alle, die was ein bisschen unsere Kraft brauchen.
in den Herzen, in die Herzen. Ja, sehr. Okay. Und wir denken an den Liebsten. Emotionale Einlage. Entschuldigung. Wir hätten jetzt im Programm eine andere Übung, so eine Lebenslustübung, nenne ich das. Ich mache die jeden Tag in der Früh, so auf die Art, das sind nur so ein paar Anzeichen, das kann jeder leicht mitmachen, dass einfach jeden Tag wieder Klarheit in der Früh, sozusagen, dass es ganz klar in die Welt geht. Ich mache das einfach vor, machen wir einfach, stellen wir einfach auf. Sechs evolutionär, ja, aber das geht ganz okay. Wir müssen einen zweiten Kreis machen. Komm da, komm mal durch, wieder zweite Welle nicht mehr. So, ja, was soll von der Tür aufmerksam so eine Fahrt, dann schauen wir die Tasche weg. Vielleicht stehen wir auch den Lichten und sechs Uhr. Ja, ich mach das einfach mit einer Augenregel her, ein bisschen. Das fängt im Prinzip an, ganz einfach. Die Hände so nach vor und bedeutet geben. Leben ist geben und nehmen. Das ist das Zeichen für geben. Nein, das Zeichen für nehmen. Das Zeichen für nehmen ist das. Weil das Leben fängt ja im Prinzip mit nehmen an. Das heißt, wenn wir zurückkommen, das ganze Ding, wir können noch nicht geben, aber viel nehmen. Machen wir irgendwann einmal. Weil wir werden dann das mal sehr viel nehmen, dann können wir nicht mehr geben, also das Nehmen ist genauso wichtig wie das zweite ist das Geben. Das heißt, wenn wir dann ein gewisses Wort haben, dann geben wir. In der Gemeinschaft kann nur funktionieren mit Geben und Nehmen, das heißt, wenn wir auch geben. Dann hört man, was sehr wichtig ist, die Hände jetzt so umdrehen nach unten und so mit den Handflächen. Vorstellung ist, die Mutter Erde zu streicheln. Die Mutter Erde, die was uns ja tragt, ernährt und was uns überhaupt den ganzen Lebensraum gibt, was uns der Wert von der Mutter Erde bewusst wird, so ein bisschen hin und her vielleicht, und die Mutter Erde streicheln. Dann gehen wir die Hand nach oben, alle zwei Hände nach oben. Und die Energie, sagt man halt, sie kommt von oben, sie kommt zwar von überall her, aber das Symbol, die Energie von oben, das ist was, was nicht im Bereich von Geben und Nehmen liegt, weil die Sonne zum Beispiel bestreut und so. Und wir können ja absolut nichts zurückgeben, wir können das nur als Geschenk annehmen, diese Energie, diese Lebensenergie. Und diese Lebensenergie ist ja so stark. Und bedenkt, dass es ja auch Menschen gibt, die ohne Nahrung leben, nur von dieser Energie. Das heißt, wir sind eigentlich nur Energiewesen. Oder wie der Jack Holtner sagt, wir sind eigentlich nur Hologramme, die ganze Welt ist eigentlich nur ein Hologramm, sie funktioniert nicht so, wie sie zu sein scheint, sondern sie funktioniert eigentlich anders. So das Bewusstsein in der Früh mit dieser Klarheit, nicht alles so direkt ernst nehmen, die Welt funktioniert in Wirklichkeit ganz anders, wir wissen es nicht. Dann werden die Hände seitlich, das heißt, es ist alles mit den Handflächen nach oben, alles mit allem verbunden auf der Welt. Die ganze Erde, die ganzen Geschöpfe, wir Menschen sind alle miteinander verbunden. Kein Mensch ist nie allein. Wir sind immer in Gemeinschaft und immer aufgehoben in dieser Gemeinschaft. Die ganzen geistigen Welt. Dann drehen wir die Handflächen da unten. Und dann versucht man mal ein Lächeln auf den Mund zu zeigen, weil dieses Bewusstsein, dass wir alle verbunden sind und nie für irgendwas Angst haben brauchen und immer füreinander da sind. Das macht uns frei und wir haben Flügel. Das hat der Leid uns Flügel und wir können fliegen. Und die letzte Übung wäre, nein, es kommt dann andere, Moment. Die vorletzte ist das jetzt. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in die Hocke, da die Handflächen nach außen. Das schaut ein bisschen komisch aus. Das hat so das, den Anschein, wir sind eine Radarstation mit diesen Handflächen. Da können wir empfangen und die Umgebung sozusagen abtasten. Das ist ganz wichtig, wir uns immer schauen, was passiert rund um uns, wie schaut es aus in der Gesellschaft,
und auch feststellt, was ist jetzt unser Teil, was werden wir gebraucht, ist immer sensibel sein und immer es abtasten, vielleicht ein bisschen sogar reisen und immer schauen, was ist jetzt momentan unsere Aufgabe im Leben. Und dann wäre das Letzte, dass wir die Hand vielleicht wieder so vorgeben, ähnlich wie bei der ersten Übung, nur sind sie in dem Fall mit Bewusstsein zu uns gehalten. Das heißt, wir brauchen Energie, um diese Aufgabe, die was wir da haben in dieser Gemeinschaft, in diesem Universum, dass wir sehr wichtig sind und diese Energie sozusagen brauchen. Und zum Abschluss wäre eine schöne Übung, wo wir uns wirklich das bewusst werden, dass wir alle zusammenkehren. Und jeder, der gerne möchte, kann sich jetzt dann noch dann nehmen und einfach so umarmen. Das Hände, das wirkt einem an. Das ist einfach. Das heißt, dass wir gemeinsam ein Lied singen, einen Kanon. Ich habe einen ganz einfachen Kanon aus. Ich habe sogar einen Text vorbereitet. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen hitzige Lieder setzen. Ich glaube, das ist gut. So ein, das ist zum Song so Witz ist, ist eigentlich kein richtiger Witz, das ist eigentlich was zum Nachdenken. Ja, zum Beispiel der kleine Eisbär-Baby sagt dem Papa, du Papa, bin ich eigentlich auch ein Eisbär? Dann sagt der Papa, ja, ich bin der Papa, ich bin ein Eisbär. Also bist du wohl auch ein Eisbär, ne? Warum zweifelst du? Dann sagt er, weil mir kalt ist. Ich möchte den Vergleich jetzt machen, wenn wir zum Beispiel die Frage stellen an unseren Herrgott, sagen, du Gott, bin ich eigentlich auch Gott? Dann sagt der Gottvater, also, ich bin euer Vater, ihr seid alle meine Kinder, seid natürlich auch alle Götter. Warum zweifelst du? Ja, wieso habe ich da manchmal Angst? Und da gibt es einfach ein volles Lied, das ist ein Kanon, der heißt Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Ich meine, das kennen vielleicht einige, ich lege es einfach ein bisschen auf, weil es, wer nicht kennt, und nicht, dass man rausdrückt. Wir werden versuchen, bis einmal. Einfach einstimmig. Ja. Ja, nimm das jetzt mal die Augen. Ja. Aber es sind im Prinzip 11 Wörter, wenn wir es zweimal gesungen haben, kann es jeder auswendig. Die singen so, ja, wer es mit, wer schon kann, der kann gleich mitsingen. Es geht so. Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Machen wir es nur einmal gemeinsam, und dann versuchen wir es einmal in zwei Gruppen. Wenn wir es zusammenbringen, dann versuchen wir es auch mit vier. Also dann machen wir vier Gruppen, die Tochter kann. Singen wir es jetzt einmal gemeinsam, und dann kann man sagen, machen wir es einmal so quer um. Fangen wir dann den zweiten Teil an, ich setze es dann im zweiten Teil ein.
nach Licht sozusagen, wenn wir es auf zwei Gruppen machen. Machen wir es zuerst gemeinsam einmal. Wissen der Vater, Schatten und Licht, alles ist nahe, fürchte dich nicht. Und Sie sagen? Wissen der Vater, Schatten und Licht, wissen der Vater, Schatten und Licht, alles ist Wahre, Schürfe und Licht. Wissens ist Wahre, Schatten und Licht, alles ist Wahre, Schürfe und Licht. Das kennt man super. Dann probieren wir es gleich mit vier. Das wow. Super. Wir müssen jetzt ein bisschen eintanzen. Ja, machen wir mal so. Bis dahin. Ja. Ja. Dann setzt sich da die Seitenteile rein. Ja. Und dann auch da. Ich mache es dann den dritten Teil, ist das Glückzeiger da. Ja. Ja. Und dann machen wir das hier. Ja, okay. Wir singen es nur mal zuerst gemeinsam und dann setzt ihr. Also, wie auch immer. Fangen wir dann im zweiten Teil an. Ich setze es dann im zweiten Teil ein. Noch nicht sozusagen, wenn wir da zwei Gruppen machen. Machen wir es zuerst gemeinsam einmal. Wissen der Vater, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Wissen der Vater, Schatten und Licht, zusammen, haben wir die Tische raus und dann gehen wir bei sie raus. Und nach dem Essen gibt es dann noch diesen Gruppentanz. Ja, jetzt sind wir an diesem Abend schon sehr mittig angekommen und mich würde interessieren, wie hat Ihnen der Tag bis jetzt heute gefallen? Ja, ich bin leider zu spät gekommen und bis jetzt hat es mir gut gefallen. Ja. Es ist sehr bunt gemischt und ja, leider gehen wir
jüngere Leute auch wissen, die meisten ältere Herrinnen. Das ist ja nicht schlecht, aber schade. Und was bewegt Sie in der freien Weltbewegung? Es ist schon von Kindheit an mein Wunsch, dass es kein Geld mehr gibt. Weil ich interessiere mich nicht so besonders viel Geld. Ich habe kein Händchen dafür, Geld zu verdienen. Jetzt muss ich es eh nicht mehr, weil jetzt habe ich 4 Kinder und darf gratis arbeiten. 24 Stunden. Ja. Das ist sehr schön. Das ist auch eine Lebenschance. Ja, schon. Ja. Ja. Dann danke ich dir recht herzlich. Bitte. Und Ihnen auch noch einen wunderschönen Abend. Danke. Thank you.
Sehr bewegendes Fest. Der Abend ist jetzt vorbei. Die Leute haben sicher zufrieden nach Hause gefunden. Jetzt würde ich da noch eigentlich gerne ein paar Fragen stellen, speziell zur Freien Weltbewegung, weil die Zuseher von Fernseher kennen ja den Verein. Oder ist es ein Verein? Ist es keine Partei? Es ist eine freie Bewegung. Es kann sich jeder frei anmelden. Es gibt keinerlei Statuten oder irgendwelche Aufnahmeprüfungen. Jeder, der sagt, ich stehe dahinter. Für diese freie Welt ohne Geld, der ist herzlich willkommen und soll sich anschließen. Nur wenn wir viel werden, können wir die Welt wirklich befreien. Und jetzt Hauptprämisse ist einfach, dass man die Menschheit von dem Joch des Geldes befreit. Die Menschheit und die Mutter Erde, weil die leidet genauso mit. Das Geldsystem wirkt sich genauso auf die Erde auf wie auf uns natürlich. Wir sind ja Teil der Erde, also kann ich darf es auch gar nicht trennen, aber ich sage, für die Erde ist momentan das Geldsystem derartig zerstörerisch, dass es weg muss. Aha, ja. Wie lange machst du das schon gut? Das mit dem freien Weltsystem machen wir seit gut, seit ungefähr eineinhalb Jahren. Vorher haben wir ja die Violetten gehabt, das heißt, das war ein Parteiprojekt, wir wollten als politische Partei antreten, um einiges zu verändern, aber seit wir das mit dem Geld abgeschaffen haben, haben wir gemerkt, das können wir als Partei nicht, weil wenn wir als Partei wirklich agieren, dann unterstellen wir genauso der Wirtschaft und dem Kapital. Und sind nicht wirklich frei. Und wirklich frei sein können wir nur als Bewegung außerhalb. Wir sind zwar eine politische Bewegung, das heißt, wir wollen als Bürgerbeteiligungsbewegung sozusagen arbeiten, dass wir eine Bürgerabstimmung einmal machen, eine Volksabstimmung für Abschaffung des Geldes, einmal in Österreich zumindest, in anderen Ländern wird es nach und nach weitergehen, das ist praktisch als Vorbild einmal in Österreich. Aber natürlich wäre es richtig, dass die ganze Welt dann einmal frei wird. Ne? Aber irgendwann muss es anfangen. Es gibt ja in Deutschland auch eine Partei, die sich die Violetten nennt. Ja. Schon vor über 10 Jahren ist die ja gegründet worden. Bis 2000, kann man die vergleichen mit euch? Die ist 2001 gegründet worden, die Partei die Violetten. Aus dem Vorbild heraus haben wir in Österreich ja dann 2002 angefangen und haben eine Partei gegründet, die Violetten. Aber nach 10 Jahren Aufbauarbeit haben wir es dort aufgegeben und haben gesagt, wir nennen es jetzt Freie Weltbewegung. Weil wir gesehen haben, die deutsche Partei, sie tritt ja an bei den Wahlen und so weiter und sie haben dann genau dieselben Probleme mit dem Geld und so weiter. Es gibt Wahlkampf und so weiter, was ja auch wieder so ein zweischneidiges Schwert ist, was ist Kampf. Also man will ja keinen Kampf haben. Ne? Aber andererseits, ohne Wahlkampf kannst du auch nicht irgendwas gewinnen. Ne? Das heißt, du musst kämpfen um Stimmen. Und da kommen dann doch Sachen, wo ich selber gemerkt habe, weil ich habe das ja mitverfolgt, ich war ja auch Mitglied bei den deutschen Violetten, dass dann immer wieder Zwist gibt nach so Wahlen und Streitereien und so, weil wie wird das Geld aufteilt und so weiter. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin froh, wenn wir das jetzt weg haben, weil das Parteiensystem sowieso keine Zukunft hat. Also vom Kampf weg, mehr zum Spielerischen hin,
von dem Violetten weg hin zu der freien Weltbewegung. Habe ich das dann so richtig verstanden? Ja, ich würde es nicht direkt spielerisch, das kann man vielleicht falsch verstehen, weil wir sind nicht kämpferisch, sondern wir sind schon sehr bestimmt, also sehr klar, also das ist nicht irgendwo ein Gaudi-Verein, sondern wir wollen wirklich tatsächlich das Geld abschaffen, ganz im Ernst, ja. Also nicht, dass man, das ist jetzt nur so, ja, wir wollen es nicht mehr Geld, weil echt lustig ohne Geld oder so. Es ist nicht lustig, sondern es ist uns wirklich ernst. Wir wollen nicht mehr Teil von diesem zerstörerischen System sein. Das heißt, wir können es nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir steigen aus, wir werden Aussteiger, wir Freeman oder so Geschichten, was es so gibt, nicht, was austreten aus dem Staat und so weiter. Aber wir brauchen ja wieder was Neues. Ja. Wir wollen nicht die Regierung irgendwie bekämpfen, wir brauchen die Regierung, aber wir wollen sie unterstützen. Und dass die Regierung, wenn es einmal kein Geld mehr gibt, wirklich frei für die Menschen und für die Welt entscheiden kann. Also keine Umwelt, die ganzen Sachen mit Umwelt, mit Klimawandel und so Sachen, die ganzen Sachen, mit, was im Sozialbereich betrifft, immer hapert es am Geld. Also das Geld, das hält uns immer in Knechtschaft. Und wenn wir das wegbringen, dann können wir wirklich für die Menschen, für die Welt Entscheidungen treffen, ohne dass wir von dem Geldsystem abhängig sind. Du hast ja den Film In Time vorgespielt heute an diesem Abend. Der Film zeigt ja auf, wenn wir nicht irgendwas verändern, dann sind wir doch irgendwann mal Sklaven der Banken. Kann man das so ausdrucken? Der Film spielt gar nicht so weit in der Zukunft, sage ich mal. Im Prinzip haben wir es jetzt schon, dass wir eigentlich Sklaven sind von einer kleinen Elite, die was Milliarden hat und wir arbeiten für die. Ne? Das heißt, alles, was man einkauft, ist ja 30% ist Zinsgeld, das heißt, von dem, was ich verdiene, gingen automatisch 30% bei jedem Einkauf sozusagen an diese Elite. Ich bin ja jetzt eigentlich schon Sklave, vielleicht nur zu 30%, aber eigentlich bin ich schon Sklave. Also es sind alle Sklaven, die was nicht in der oberen Kategorie sind. Also im Prinzip haben wir das jetzt schon, diese Elite. Nur in der Film, der steigert es natürlich noch mehr in diese abgegrenzten Bezirke sozusagen, dass die einen gar nicht mehr in den anderen Bezirk reinkommen. Ja, er geht nur sozusagen, wenn wir das System weiter spinnen sozusagen, wie sie jetzt ist, werden wir sicher so weit kommen. Ne? Man merkt ja, dass die Freie Weltbewegung eine sehr spirituelle Bewegung auch ist, ja, was ja so in der Politik eigentlich generell auch abgeht. Ja. Das ist ja doch das, was das Herz eigentlich sozusagen fordert, sagen wir so, oder verlangt oder sich wünscht. Man sieht, du hast da solche Übungen gemacht. Wie kommst du zu diesen Übungen? Hat dich schon immer interessiert? Ja, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, also wenn man in diese Welt so eintritt, kommt man automatisch mit solchen Leuten in Berührung das und so weiter, mit solchen Texten und so weiter. Ja. Das hat mir einfach einmal, das war, was ich beim Tauschkreistreffen sogar, der hat mir einmal vorgemacht, diese Übungen, hat gesagt, ich mache die halbe, die Taugen haben. Und diese Übungen, die haben mich einfach total angesprochen und denkt, das ist das eigentliche Leben drücken, die drückt das aus. Diese paar Übungen, die 5 Minuten gemacht jeden Tag und ich bin mir da früher klar, über das Leben, über meinen Teil im Leben, was meine Aufgabe ist und so weiter. Und das ist faszinierend. Das war kleine Sachen und durch das, dass man mit der Handbewegung das mitmacht, nimmt man es ganz anders auf, als wenn man es einfach nur so denkt, wenn man so meditiert, sondern das ist wirklich mit Körperarbeit sozusagen kombiniert. Das wirkt dann ganz anders. Also das schafft Klarheit jeden Tag in der Früh. Ja. Zumindest man merkt, dass es wirklich mit dem Herzen dabei ist. Ja, ja. Es ist eine Herzenssache. Ja. Ja. Also, die Welt, man muss die Welt als, wie gesagt, die Mutter Erde, das ist ein eigenes Kapitel, mit dem kann man nicht mit jedem reden, sagen, Mutter Erde, was soll das sein? Aber wenn man das wirklich als Mutter erkennt, die Erde, und dass das ein Geschöpf ist, und ein Geschöpf, was ich lieb habe, ja, dann will ich nichts zu leide tun. Damit tue ich mir schwer, wenn ich dann immer wieder Sachen unterstütze, allein mit meinem Geld, was die Erde ausbeuten, was weht an der Erde, ne? Ganze Atomsachen, die ganze Ausbeutung, diese, was das da wieder gemacht haben, diesen Staudamm in Brasilien, wo so viel Leid und so viel Gebiet überschwemmt worden ist und so viel Leid übersiedelt worden sind und Kulturen ausgelöscht worden sind. Das tut so weh im Herzen, wenn man das spüren kann. Nicht nur sagt, ja, der Profit, das Kraftwerk macht halt so viel Profit und da wieder so viel Geld und so weiter. Das ist nicht das, was Herz sagt. Also das Herz will was anderes haben. Ja, das Herz will ja keinen Schmerz und darum gibt es keine Ruhe, wenn man das erkennt hat. Ja. Möchtest du vielleicht den Menschen irgendwas mitgeben an Tipps oder Anregungen, wie man einfach mehr, wie sagt man, Symbiose aus Menschheit ergibt und dann, oder wie kann man sich eigentlich so von dem Joch lösen? Was muss man tun dafür? Es war bei mir schon, sagen wir, ein esoterischer Prozess, wie ich zu dem gekommen bin, den ganzen
Das heißt, die Idee vom positiven Leben, ja, dass ich mit der Erde lebe und nicht dagegen. Das ist, das positive Leben ist einfach viel schöner, als wenn ich gegen was arbeite. Weil in Gemeinschaft, da läuft die Energie, während das andere sträubt sich dabei. Ne? Also mit der Erde arbeiten, dieses positive Leben, da muss man viel im Leben ändern. Und natürlich auch Sachen, die was man erkennt, will man dann noch ändern. Meine, wir haben jetzt ein schwieriges Projekt, also ein hohes Ziel erreicht, also was wir vorhaben, wollen wir erreichen, ne? Dieses Geld abschaffen. Kleine Ziele kann man für sich allein machen. Zum Beispiel, dass ich sage, ich kaufe jetzt Bio-Sachen ein. Ja? Ich schaue, dass ich Chemie spare, dass ich für die Umwelt möglichst mich gut verhalte. Das kann ich allein für mich, jeder kann das jeder machen. Aber die Ursache, dieses Geldsystem abzuschaffen, da müssen wir wirklich einmal zusammenhelfen. Das kann nicht einer für sich allein machen, da braucht man einfach viel. Da muss jeder Einzelne sagen, okay, ich bin auch dabei, brauche meinen Beitrag. Und wenn es nur sagen wir, ein Millionstel Beitrag ist, weil wir Millionen Leute brauchen werden, ja, bis wir das abschaffen wollen, ich bin ein Millionstel Teil, aber dieser Teil ist ganz wichtig. Ohne den geht es nicht. Jedes einzelne Millionstel Teil sagen wir, ist wichtig, wenn man bei dieser Gemeinschaft was erreichen will. Ne? Also es wird sozusagen die kritische Masse erreichen, sodass dann in der Art Resonanz dann etwas passieren kann. Was wir jetzt machen können, ist ja nur, dass wir sagen, mal aufklären, dass wir das anbieten, dass wir überhaupt die Idee sozusagen von einer geldlosen Welt in den Raum stellen, dass die Leute damit konfrontiert werden. Es gibt viele, die was das sofort sagen, da bin ich dabei. Die haben das schon irgendwie im Kopf, ja, die haben sich schon mit dem beschäftigt. Andere wieder, die sagen, wie soll das gehen ohne Geld? Da sind wir alle arm, da müssen wir alle verhungern. Ja. Da dauert es ein bisschen, dass man sagt, ja, pass auf, wenn wir jetzt alle unseren Job weitermachen, aber ohne Lohn, dann passiert überhaupt nichts. Dann leben wir alle weiter, wie wenn nichts wäre. Nur, dass jetzt so und so viele Leute praktisch nicht mehr zur Arbeit gebrauchen. Ne? Die ganzen Banker, die ganzen Versicherungen, alles, was nur mit Geld zu tun hat, Buchhalter, ganze Finanzministerium, alles. Ja? Die haben natürlich dann nichts mehr zu tun. Das heißt, die gehen dann irgendwie zum Arbeitsmarkt und schauen, wo gibt es dann irgendwas Sinnvolles. Das ist klar für mich. Das führt zu dem Ergebnis, dass wir dann alle nur mehr halb so viel da brauchen. Ja? Weil die eine Hälfte, die was jetzt sozusagen nur Geld verwaltet, hilft dann die anderen, die was wirklich, sagen wir, einmal heute bei dir arbeiten, ne? Die was wirklich was arbeiten. Ich sage nicht, dass die anderen nicht arbeiten, die arbeiten fleißig, ja? Die was jetzt mit Geld arbeiten. Aber halt nicht, dass wirklich was bringt für die Welt, sondern nur Geld umeinander schreiben oder so, oder rechnen, oder kassieren, immer nur einkassieren und einkassieren, damit ist ja nichts gemacht. Nicht, ne? Wir leben von dem, dass der Bau anbaut, dass gebacken wird, dass was ich, alles handwerklich gemacht wird, von dem leben wir ja. Ne? Oder ein Künstler oder sonst was, brauchen wir genauso, ja. Aber das Geld umeinander Ding brauchen wir eigentlich nicht. Ja? Und da geht so viel Arbeitskraft verloren. Und wenn wir die dann aufteilen, brauchen wir alle nur ungefähr 20 Stunden in der Woche arbeiten. Das war ein guter Deal, weil ich sage, okay, 20 Stunden arbeiten wir in der Woche und dann haben wir das Geld weg. Ich glaube, wenn da jeder mal ein bisschen drüber nachdenkt, wie toll das eigentlich war, wie viel Freizeit wir haben, ne? Dass der ganze Stress wegfällt, weil die ganze Konkurrenz, alles fällt weg, du arbeitest ja nicht mehr frei. Es gibt keinen Chef mehr, der sagt, du musst das machen und so weiter. Ne? Sondern ich sage, ich mache das ist mein Teil und ich mache das in Ruhe und so, dass ich Freude habe bei der Arbeit. Ne? Und es gibt keinen Stress und keinen Druck mehr. Ne? Weil man keine Konkurrenz mehr da ist. Und der Arbeitsdruck sozusagen, was natürlich jeder Chef jetzt hat, weil du musst in einer gewissen Zeit deine Arbeit erledigen, weil die Konkurrenz in dieser Zeit und das kostet alles Geld und Lohn, Zeit ist Geld und so weiter, das fällt alles weg. Ne? Dass wir hätten ja eigentlich ein Paradies, aber das muss aber im Kopf rein, dass sowas möglich wäre. Was ohne Geld auch gang. Ja? Dieses Netz im Hirn, was wir da haben, müssen wir so weit lockern können, dass wir sagen, lassen wir mal das rein, wie kommt das sein und so, das dauert natürlich seine Zeit und wir fangen halt einmal an. Also ich höre einfach einmal raus, dass genug da ist an Ressourcen, ich höre raus, dass keine Arbeitslosigkeit geben müsste, wenn man sich die Arbeitszeit teilen würde und durch die Freizeit, was entsteht, mehr Kreativität entstehen würde. Ganz sicher. Und vor allem, wir brauchen zumindest ein Drittel, oder wir haben auch einen Bericht, ein Drittel vom Gehirn ist immer damit belegt, mit Geld verdienen, mit der Existenz. Das heißt, wir sind nicht frei in unserem Kopf wirklich, dass wir uns einmal weiterentwickeln, evolutionär. Ich meine, technisch okay, sind wir weiterentwickelt, weil alles, was du erfindest, bringt Geld. Aber wirklich menschliche Werte, ja, da sind wir ja noch weit hinten, da könnten wir viel weiterentwickelt sein. Ja. Aber weil wir einen Teil vom Gehirn, einen Großteil, eigentlich einen großen Teil belegen mit diesem Geld, ja, als die Geldsorgen dadurch, und dann, wenn wir das weg haben, dann werden wir frei und werden wir sehen, was da überhaupt da noch mehr rauskommt, was da für ihre menschlichen, sagen wir, nicht diese technischen, sondern die menschlichen Errungenschaften, ne, wenn man meint, evolutionäre Errungenschaften, was da dann sich entwickeln wird. Gell? Also von dem trauen wir ja nicht.
Also du befürchtest nicht, dass wenn keiner mehr arbeiten, also schon arbeiten muss, aber nicht mehr so viel, dass nachher die Menschheit nur noch auf der faulen Haut liegt und dass dann etwas stagniert in der Wirtschaft. Auf der faulen Haut liegen, man ist immer nur für eine Zeit gut. Wenn man natürlich viel jeden Tag arbeitet, dann liegt man gerne mal auf der faulen Haut. Aber wenn mich interessiert, ist dann nur auf der faulen Haut liegen. Mhm. Ja, ich kenne Leute, neulich war ich bei einem Klassentreffen von der Hauptschule, der hat gesagt, der hat mit 45 Jahren, hat er sich zur Ruhe gesetzt, weil er hat schon so viel verdient, er hat einen großen Betrieb gehabt. Und dann ist er halt, was ich, da hat er Zeit mit seiner Frau, Kaffee trinken nachmittag und sagt, dann hat er gedacht, irgendwas muss er tun, ist halt in die Fitnessstudio gegangen. Und nach 3 Monaten ist dann das alles so fad geworden. Ne? Der hat sich wieder eine Firma angefangen, wieder eine Firma gegründet und gesagt, ich muss was tun. Ja, ich bin da sinnlos auf der Welt. Und sinnlos wollen wir ja nicht sein. Wir wollen nur, alle haben den Drang auf die faule Haut liegen, weil wir ja eigentlich überlastet sind von dem System. Wenn wir das nicht mehr haben, tut ja jeder gern was. Ne? Was er sieht, da kriegt er Anerkennung. Wir arbeiten jetzt immer nur für den Dank für den anderen. Du kriegst da kein Geld mehr, sondern wie braucht er das, wie hilft er das? Und du sagst nur Dankeschön. Ja? Und der Dank ist was, der was ins Herz geht. Geld, das ist ja so, ja, wir meinen überhaupt, wir arbeiten für unser Geld sozusagen. Ich gehe arbeiten, damit ich ein Geld kriege. Ich arbeite nicht, damit ich ein Geld kriege, ich arbeite für den anderen. Das ist ja jetzt auch im Prinzip so. Nur weil wir das Geldsystem haben, meinen wir arbeiten für uns. Nachher ist es das automatisch, dass wir für die anderen arbeiten. Ja, dann wird uns das erst klar, wir arbeiten für uns, wir arbeiten für die anderen. Und da kommt der Dank, das ist ja ganz was anderes als für Geld. Ich muss sagen, ich sehe es ja eigentlich auch so, wenn man in der Schuld steht und dafür arbeiten muss, dann resigniert man. Aber jedoch, wenn man frei ist, ja, und dann kreiert man auch was für die Gemeinschaft, viel lieber und vor allem aus viel Effektiveres, weil der Mind, der Geist einfach viel freier agieren kann. Genau. Es ist dann eben Begeisterung dabei und dass man es gern tut. Ja. Mhm. Vielleicht nur eine letzte Frage, weil manche vielleicht auch Kunden den Einwand eingeben, das läuft auf Kommunismus hin. Der Karl Marx hat im Prinzip keine schlechten Ideen gehabt, aber er hat leider das Geld nicht abgeschafft. Mhm. Hätte er das gemacht, wäre sein System wahrscheinlich optimal. Aber dadurch, dass er das nicht weggebracht hat, hat es immer wieder diese Schlupflöcher gegeben. Ja. Das Problem war ja, dass eine Knappheit trotzdem noch da war. Und das wäre es ja eigentlich nicht, weil ja eigentlich, was ich mal gehört habe, für 14 Milliarden Menschen genug zu essen da wäre. Es ist sicher genug da auf der Welt, das ist gar keine Frage. Das wissen wir, dass so viel verkommt und so viel weg und dass nur die Aufteilung nicht stimmt. Weil, was du heute kein Geld hast, hast keinen Zugang zu dem ganzen System, zu den Ressourcen, zu Nahrungsmitteln und zu dem Ganzen. Ne? Mhm. Es gibt, wie gesagt, Völker, die was nicht in unserem Standard mit Technologisierung leben und die haben kein Geld. Ja? Produzieren nicht so, wie wir produzieren. Und für was denn das Leben? Ne? Die ganzen, das ist dies, Afrika. Kannst du dich bewerben als Großinvestor, da werden ganze Länder verkauft sozusagen. Also wer hat Geld, ganz Afrika kannst du wieder verkauft sozusagen. Und von was sollen die Leute überhaupt noch leben? Hätten wir die Afrikaner in Ruhe lassen, die leben seit tausenden Jahren dort, dann leben noch genauso. Aber wir haben dann mit der Kolonialisierung das Land ausgebeutet, haben das ganze System zerstört und jetzt soll es wieder funktionieren. Und jetzt meinen wir, es soll so funktionieren wie bei uns. Das sind andere Länder, andere Kulturen. Da hat es immer funktioniert. Aber halt nicht so wie bei uns. Und es wird aber nach wie vor funktionieren, wenn wir nicht einschreiten, wenn wir sagen. Natürlich ist es schwierig, weil wir schon eingeschritten haben. Ja, also, aber trotzdem, dieses Geldsystem, und die haben nicht diesen Standard vom Geldsystem wie wir, und dadurch ist es schwierig. Aber wenn wir das Geld wegbringen, dann haben die wieder Kinder, die wieder für andere Sachen machen und nicht für uns. Es wird so viel produziert, anbaut, was dann, was ich, da gibt es so Rosen, so. Gärtnereien in Afrika, die was die Rosen zu uns auch verschicken. Ich denke mal, die sollen doch für einer, wenn sie hungern, was anbauen, was die zum Essen haben. Nicht, dass dann für uns, weil sie von uns halt Geld kriegen. Also, für was brauchen die denn Geld? Die brauchen was zum Essen vielleicht. Ne? Man schafft eine Abhängigkeit. Abhängigkeit, ja. Sicher. Mit Geld kann man die ködern. Ne? Kommt also, eine Krise, dann kann sich das Land selbst gar nicht mehr ernähren, weil sie alles exportiert haben oder gar nicht einmal angebaut haben, dass sie es haben, weil sie es importieren haben lassen. Und dann werden wir halt sozusagen, schicken wir halt wieder Weizen nach, dass sie was zum Essen haben. Die haben doch jetzt bis jetzt auch und Jahrhunderte, Jahrtausende unten für einen angebaut und haben gelebt. Also das ging natürlich so weiter. Die Freie Weltbewegung ist jetzt nur in Salzburg oder? Momentan ist es nur in Salzburg. Da gibt es jetzt 2 Basisgruppen. Das will sich natürlich weiter verbreiten, aber das geht erst, wenn sich mehr Leute anschließen, wenn man sagt, dass man dort und da dann wieder einer sich findet, der sagt, ich mache Basisgruppen. Ich schaue, dass ich einfach Basisgruppen, es waren ungefähr so 10 bis 12 Leute, was sie im privaten Rahmen treffen können und so.
Wir haben viermal im Jahr praktisch so ein Basisgruppentreffen, wo wir einfach uns, wie wir uns die Welt vorstellen, praktisch das diskutieren und so weiter und immer schauen, dass wir Werbung machen dafür, das verbreiten. Die Gruppen sind immer koordiniert mit einem Basisgruppensprecher. Wir treffen uns nach diesem Treffen, wir schauen, was ist dort, was ist da, praktisch so, dass wir immer wissen, wie er läuft, also was haben die Leute für Wünsche. Es ist ja eine demokratische sozusagen Bewegung, es soll wirklich echte Demokratie sein. Das geht nur so auf die Art. Und größere Gruppen, da kann man immer diskutieren. Wir haben so eine Gruppe, wir haben heute gehabt, ein Fest, da kann man feiern, das geht, aber wir konnten dann irgendwas diskutieren, das sind einfach zu viele Leute. Das ist, wir haben dieses kleine Gruppensystem und die durch die Sprecher in Verbindung sind. Also es läuft dann so irgendwie ab, so wird die Politik in der Zukunft dann ausschauen. Es gibt mehrere kleine Menschen, die haben Ideen, treffen sich in Gruppen, die haben einen Gruppensprecher, fungieren vielleicht dann später als Waisenrat. Diese treffen sich dann wieder herum einzeln und besprechen dann das, was in den Einzelgruppen besprochen worden ist, und dann wird das entweder umgesetzt, oder? Genau so ist es sein. Okay, ja. Weil ja nicht mehr sehr einfach momentan die Wirtschaft und sagen wir das Kapital vorgibt, was zu machen ist. Es nutzt nichts, wenn sich die Leute zusammensitzen, weil es kircht, was Kapital vorgibt sozusagen. Ne? Aber wenn das nicht mehr ist, dann braucht man wirklich wem, der was sozusagen die Meinung der Bevölkerung, was wollen die Leute, ja? Und da kommen die Leute dann zusammen, weil dann hat es aber einen Sinn, dann werden die angehört. Also wenn wir große Gruppen werden, dann wird die Politik auch immer mehr auf uns suchen. Ja? Wenn wir jetzt sind wir 60 Leute, dann ist es wahrscheinlich in Wien, ist nur wurscht, ja, man, wir schreiben mal und sagen, okay, es ist bekannt, diese Gruppen gibt es, die Freie Weltbewegung, als Bürgerbeteiligungsgruppen, wir stehen in Kontakt, wir schreiben mal, was wir bei unseren Treffen so ausgemacht haben, dass wir praktisch bekannt geben und wir kriegen dann auch die Antwort. Das ist alles auf unserer Homepage drauf und der offizielle, das kann man das alles nachlesen, was wir so, wenn wir dann was wir in Kontakt, ja, was wir so für einen Kontakt haben, ne, und so weiter. Oder was wir Fragen haben und so. Und wir wollen also sozusagen die Regierung unterstützen. Und natürlich, je mehr wir werden, umso mehr wird dann auch auf uns gehört, wenn sagt, wenn irgendein Thema ist, wo Entscheidungen zum Treffen sind, was die Regierung immer Entscheidungen treffen wird. Dann hat es irgendwann einmal, ja, und was sagt da die Freie Weltbewegung dazu? Ne? Also, was haben wir in unserer Runde zu dem Thema zum Beispiel für Meinung? Ne? Also, letztes Mal war die Meinung, man soll den Flugverkehr in ganz Europa koordinieren. Ne? Das war zum Beispiel so ein Thema. Ja? Ist das jetzt gut oder soll jetzt jedes Land für sich den Flugverkehr ordnen? Ne? Ich meine, es war für Europa, lassen Sie viel einsparen, ja? Weil das konnte man alles viel mehr koordinieren, also den ganzen Flugverkehr. Aber, ja, dann gab es wieder Arbeitslose. Die fürchten die Fluglosen um ihren Arbeitsplatz und so weiter. Da geht es wieder an mit dem Geld und so weiter. Ne? Das heißt, wir konnten uns viel Arbeit ersparen, aber wieder das Geld, was dahinter steckt, gibt es wieder Probleme. Ja? Also, da müssen wir sagen, wir können entscheiden, wie war es ohne Geld. Ja? Da war das klar, da konnte man das koordinieren, wie es am besten funktioniert. Nicht, dass jeder seinen Arbeitsplatz hat und jedes Land für sich sein Recht auf seine Flughoheit hat, sozusagen. Das braucht man dann nicht mehr, weil es gibt, dann brauchen ja keine Grenzen mehr. Der Flugverkehr ist dann frei. Ne? Das muss natürlich, diese Koordination muss geben, aber das macht man dann so, wie es am günstigsten ist und nicht wie es strategisch, ne? Sondern aber nicht wie es für jedes Land, damit hat keine Arbeitsplätze und so weiter. Das ist dann, solche Sachen dann einfach nebensächlich. Ne? Effektiv ist einfach, wenn man nicht alles aufsplittert in dem Sinne, sondern alles in, sagen wir mal, in einen Arbeitsgruppenverein macht, wie zum Beispiel Flutlotsengruppe, ja, genauso wie in den anderen Berufen. Genau. Und die, was noch an, sagen wir mal, die Arbeit verlieren würden, könnten sie ja die Arbeit mit einem anderen teilen. Richtig. Ganz einfach. Heute ist es ja so, dass man fragt sehr oft, die Leute wollen arbeiten, ja? Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Jeder war doch eigentlich froh, wenn er weniger arbeiten müsste. Ne? Aber heute hängt halt das Geld davon ab. Wenn ich halt weniger Arbeit habe, habe ich auch weniger Geld. Ne? Und das ist ja ein Druckschluss. Wir wollen ja weniger arbeiten, wir wollen ja mehr Freizeit haben. Also sagen wir 20 Stunden waren ja für jeden leicht möglich, wenn wir arbeiten, hätten wir mehr Freizeit und konnten andere Sachen, was wir ja gerne dann machen. Gell? Aber das lässt nicht zu, weil wenn ich sage, du hast nur mehr 20 Stunden, dann da bin ich am Existenzminimum, da kann ich fast nicht mehr leben. Also diese Sachen, das sind ja verrückt eigentlich. Auf der das Welt, Geld ja. drückt, weil das früher Geld, hat der Mann allein für die Familie sorgen können, es muss schon die Mutter möglich. Und Vater genau. arbeiten, die genau. vielleicht zwei, drei Jobs nebenbei. Ja, weil es in Indien ist, wo sogar die Kinder dann zum Arbeiten einteilt werden. Ne? Aber Indien ist ja da, da gibt es genauso Millionäre, die was immer nur scheffeln und die Schicht muss für die arbeiten. Das ist ein Sklavensystem. Genauso wie es bei den alten Römern war, da war es nicht anders. 0,5% der Bevölkerung hat sozusagen da im Reichtum gelebt, ne? Die waren die Herrschaften, ne? Das andere war alles nur Personal, also die Sklaven, die 99,5%. Ne? So ist das einfach. Wenn ein Geldsystem so lange besteht, das Geld konzentriert sich bei Einzelnen, ne? Das wirst du immer rum genauso, wenn man Geld kommt.
Die sind reich und die anderen sind nur mehr die leben von der Hand im Mund sozusagen. Ja, einen Unterschied hat es in alten Rom schon gegeben. Die Sklaven mussten damals für Kost und Logis nichts zahlen. Ja, die Sklaven haben es damals gut gehabt. Aber sie haben damals, sag mal, der Unterschied zu heute ist, die Sklaven damals haben keine Chance gehabt, aus dem Aussatz zu kommen. Mhm. Heute haben wir eine Demokratie. Wir brauchen uns nur in der freien Welt zusammentun und sagen, wir wollen jetzt eine Abstimmung machen und wenn die Mehrheit Österreicher dafür entscheidet, ohne Geld, dann leben wir ohne Geld. Also das können wir heute, also das haben wir die Römer weit voraus. Ja? Wir haben jetzt, wir können nicht sagen, wir können noch nichts machen. Wir können. Ja? Das, wir sagen, wir dann zusammen, wir können das machen. Wir sind rechtlich, wir sind kein, wir machen keinen Aufstand machen oder sonst irgendwas, Blut vergessen oder irgendwas. Wir machen das in Frieden, einfach so sagen, die Mehrheit ist jetzt der Meinung, wir wollen ohne Geld und dann tun wir das weg. Das haben wir heute, die Chance haben wir heute. Also muss nur jeder nützen und sagen, okay, da schließe ich mich auch nicht. Das ist nur ein Angebot. Wir können nicht mehr machen, wir können schauen, wo sind Leute, die was sagen, okay, das wäre jetzt die Zukunft. Die können sich anschließen da. Okay, also sehr interessant. Ich finde auch sehr gute Ideen. Es braucht nur noch einfach den Umsetzungswillen und den Vorlebungswillen. Ja. Ich glaube, das Abschlusswort, das gönne ich jetzt dir, Kurt. Und dann möchten wir uns eigentlich von den Zusehen verabschieden und die Homepage, damit die Freie Weltbewegung finden kannst, die wird dann gleich unten eingeblendet. Also, dein Abschlusswort an die Nation, an die Welt. Ich kann da jetzt gar nichts mehr sagen, ich habe es so viel gesagt. Ich würde einfach nur sagen, das Herz geht einfach auf, wenn ich daran denke. Ja. Und wenn das, wer das auch spürt, bei den Gedanken ohne Geld, was dann das Herz aufgeht, der findet bei uns da einen Anschluss. Okay, wunderbar. Danke für dein Interview. Bitte sehr. Zu guter Letzt möchte ich euch nun die Homepage von der Freien Weltbewegung vorstellen. Wenn ihr sie finden wollt, dann gebt im Internet www.freieweltbewegung.org ein. Noch ein Hinweis, Freie Weltbewegung schreibt man alles zusammen, ohne Leerzeichen dazwischen. Wenn ihr das eben eingegeben habt, dann kommt ihr hier auf diese Homepage. Da seht ihr auch schon das Logo von der Freien Weltbewegung, den Schmetterling hier. Den teilen sich mittlerweile schon mehrere Bewegungen, die sich diesem Thema angeschlossen haben. Denn mittlerweile haben alle erkannt, dass man sich zusammenschließen sollte, um etwas zu erreichen. Denn so werden aus Bewegungen, die wenige Mitglieder haben, dann doch viele Menschen, die dann eine Stimme bekommen. Nun gut, eben hier auf dieser Startseite seht ihr eben die Slogans, mit Freude in die Zukunft, hier den Text, die Welt ist mitten im Wandel, träume nicht weiter, wach auf, schau der Wahrheit ins Gesicht, es ist höchste Zeit, selbst Verantwortung zu übernehmen. Nun gut, eben, hier auf diesem Button, was wir wollen, da seht ihr eben, was sie sich vorstellen, um dies alles umsetzen zu können, eben wie soll das gehen, und was ist der Vorteil daran? Wie soll das umgesetzt werden? Und wie kommen wir dann zur freien Welt? Und wie geht es dann weiter? Hier auch noch ebenso ähnlich auf dem Button Grundideen. Das Grundideen, Ziel und Weg, das findet ihr auch in den Flyer von der Freien Weltbewegung. Da komme ich dann später noch dazu. Wir sind eben bei der Grundidee grob umrissen, wie sie sich die Ideen dazu vorstellen, dann wie sie sich die Ziele vorstellen und wie man da eben hinfinden kann, ganz grob umschrieben. Dann eben zum eigentlichen Thema, beim Button Thema Geld gibt es 4 Unterordner, die kann man einzeln anklicken oder man geht gleich direkt zum Thema Geld. Dann kommt man auch hier wieder, warum das Geld abschaffen, wie soll das gehen, was kommt danach. Und häufig gestellte Fragen könnt ihr hier hinklicken, dann kommt ihr auch zu den Fragen. Ihr seht ja die freeworldcharter.org, da komme ich dann auch noch später dazu. Das ist eben eines dieser Bewegungen, die sich mit dem Kurt Schrammel und alle zusammen den Schmetterling als Zeichen gesetzt haben. Aber wie gesagt, dazu später.
hier, wie funktioniert Geld, dann kann man auch draufklicken, da kommt man zu einem interessanten Video. Das ganze Video werde ich euch jetzt nicht zeigen, denn es dauert doch, glaube ich, gute 23 Minuten. Schauen wir mal einfach mal kurz rein. In dem Video wird schön ausführlich beschrieben, wie man eben eine bessere Welt schaffen kann, ohne von Geld abhängig zu sein. Das ist auch noch so gemacht worden, dass es nicht nur Erwachsene verstehen, sondern auch Jugendliche, ja gar Kinder, weil es im Zeichentrickformat gemacht worden ist. Schauen wir mal kurz rein. So. Minuten dauert es. Zehn-Punkte-Plan zur effizienten Ausbeutung eines Planeten mit halbintelligenten Lebensformen. Das Erobern von fremden Planeten ist grundsätzlich eine einfache Sache. Man fliegt hin und frisst alle auf, oder unterwirft die Bevölkerung und lässt sie für sich arbeiten. Das Unterwerfen der Sklaven der Ureinwohner durch Gewalt birgt allerdings einige Nachteile. Die meisten halbintelligenten Kreaturen sind faul und entwickeln auch unter Zwang keine rechte Arbeitsmoral. Außerdem muss man sich ständig mit lästigen Aufständen und Revolten rumplagen und sieht sich als Zielscheibe allen Hasses. Hinzu kommt, dass die meisten Lebensformen unterentwickelt sind und kaum Waren und Werte bieten, für die sich die Mühe lohnt. Gerade in der heutigen Zeit sollte man seine Ressourcen effektiver nutzen. Denke an die Zukunft. Sieh einen Planeten als Wertanlage. Bringe einen Planeten zum Erblühen, indem du ein Wirtschaftssystem einführst, welches die Bewohner binnen kürzester Zeit abhängig von Geld macht. Ist dafür gesorgt, dass sie immer mehr davon brauchen, werden aus nichtsnutzigen Lebensformen arbeitswütige Kreaturen, die die Produktion und Entwicklung ins Unermessliche steigern. Sie okay, wie gesagt, das Video, das dauert gute 16,5 Minuten. Wenn ihr interessiert seid, dann schaut es euch einfach mal an. Ja? So. Also gehen wir wieder mal zurück zur Homepage von der Freien Weltbewegung. Also wenn ihr euch mit dem Thema identifizieren könnt, dann könnt ihr hier draufklicken bei Mach mit. Bis weiter unten. Könnt ihr hier das Anmeldeformular ausdrucken. Aber wenn ihr keinen Drucker zu Hause habt, das ist auch nicht schlimm. Hier unten kann man auch draufklicken. Dann kommt ihr zur E-Mail-Adresse, aber auch zur Telefonnummer. Dann könnt ihr auch gleich direkt bei Kurt Schrammel euch melden und Mitglied werden. Dann, wie heute eben, das Fest, das war das dritte Fest. Könnt ihr hier die Termine abrufen. Das sind die Basisgruppen. Termine festgelegt und eben wie heute eben am 2. Februar 2014 dieses Fest, das ihr heute mit uns miterleben durftet. Ja. Da bei Kontakte findet ihr eben nochmals die Kontaktadressen von Kurt und der Brigitte Schrammel. Und das ist die Isabella Deschow, das ist eine von den Basisgruppenleiterinnen. Denn wie der Kurt ja schon erwähnt hatte heute, sind jetzt doch schon mehrere Mitglieder dabei und da sind Diskussionen eben im großen Rahmen schon ein bisschen schwieriger und darum hat man es unterteilt in mehreren kleinen Gruppen. In diesen Gruppen werden eben dann Ideen und Anregungen gesammelt und ja, so. Dann hier wieder Aktuelles. Das ist eben das, was ihr eben heute miterleben durftet, das Einladung zum Fest, den ganzen, was eben die Filmvorführung in Time, den ich euch wirklich empfehlen kann, borgt ihn mal aus oder kauft ihn euch. Und das ganze Programm, was ihr heute da erleben durftet. So, bei offiziellen sind wieder 7 Unterkategorien, wie 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Brief. Das ist das, wo es auch der Kurt erwähnt hat, dass er eben
die Ideen, die in den Basisgruppentreffen gesammelt werden. Dann schreibt er das in Briefe nieder und schickt es dann zu unseren Regierungen, zu den Politikern, damit er ihnen eben Anregung geben kann. Gehen wir mal zum Beispiel zum ersten Brief rein. Da seht ihr eben, wie er den Brief hier aufgesetzt hat, um eben unseren Politikern Anregungen zu geben. Gut. Aber die Freie Weltbewegung hat ja nicht nur das Thema Geld in sich. Die Freie Weltbewegung setzt sich mit eigentlich allen sozialen Themen auseinander, die wichtig sind, ja. Wie zum Beispiel auch die CO2-Problematik, ja. Da ist dahingestellt, ob CO2 künstlich geschaffen wird oder ob sie gar nicht echt ist, sondern nur gemacht wurde, um Steuern einzuheben. Faktisch, wir gehen mit unseren Verbrennungsmotoren, mit der Umwelt, unserer Erde nicht gut um, ja. Wenn man da draufklickt, sieht man hier Anregungen und Ideen, wie man auch dieses Problem in den Griff bekommen kann. Also es geht nicht nur immer um Geld bei der Freien Weltbewegung. Es geht um alle, also die Mitglieder können alle Ideen zu allen Themen einbringen und die werden auch wirklich behandelt und werden dann zu den Regierungen geschickt, die Ideen. Hier bei Downloads, da findet ihr zum Beispiel das Anmeldeformular zum Ausdrucken. Und da ist der Folder drinnen. Da gehen wir jetzt eben mal zu dem Folder, den wir vorher schon gesprochen haben. Klickt er drauf, dann macht sich ein neues Fenster auf. Und im PDF-Format macht sich ein zweiseitiger Folder auf. Hier die Vorderseite vom Folder. Und wie ihr schon vorher gesehen habt, bei den Rubrik unsere Grundideen, Rubrik unsere Ziele und wie man eben dorthin kommt. Wenn ihr das runterladen wollt, geht ihr hier auf diesen Button, klickt ihr drauf, dann könnt ihr eben wählen, ob man es nur ansehen will, nochmal in anderen Ansichtweise, oder eben hier bei Datei speichern klicken, dann könnt ihr es runterladen und auf OK klicken. Ja? Okay, kommen wir wieder zurück zur Homepage. Bei Impressum wiederum sind wieder alle Daten, wo der Kurt zu Hause ist, seine E-Mail-Adresse, alles da. Und zu guter Letzt noch möchte ich euch jetzt ein paar Links zeigen, die ihr mit verknüpft habt. Seht ihr noch andere Bewegungen, ja, wie die Weltbürgerinitiative. Wenn man da draufklickt, seht ihr auch, die haben auch den Schmetterling hier. Wie gesagt, diese ganzen vielen kleinen Bewegungen, die mittlerweile gar nicht mehr klein sind, schon wirklich große Mitgliederanzahlen haben, teilen sich jetzt zusammen den Schmetterling, damit man sieht, dass sie nicht separat sind, sondern gemeinsam. Oder eben hier die Free World Charter, die wollte ich euch eben nochmal dann auch genauer zeigen. Kommt ihr hierher, seht ihr auch wieder den Schmetterling. Und da ist gleich zu Anfang ein Video, das man sich ansehen kann. Das dauert 6,5 Minuten. Und das möchte ich euch jetzt mal im Ganzen zeigen, ja? Damit ihr ungefähr begreift, was es bei diesen Bewegungen wirklich geht. Also, dass es nicht nur Hirngespinste und Fantastereien sind, komische Ideen, sondern wirklich gut überlegte Ideen. Schauen wir einfach jetzt mal rein. Und 6 Minuten melde ich mich wieder. Ich möchte, dass du etwas für mich ausprobierst. Versuch dir eine Welt ohne Geld vorzustellen. Eine Welt, die überhaupt kein Geld verwendet. Keine Banken, kein Bargeld, keine Löhne, keine Rechnungen, überhaupt kein Geld. Was siehst du? Lass mich raten. Wahrscheinlich stellst du dir vor, dass alle zu einem primitiveren Lebensstil zurückkehren. Ärmlich leben, selber Vieh züchten, so wie Bauern. Oder vielleicht siehst du einen kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft. Keine Gesetze, keine soziale Ordnung. Hoffnungslose Menschen, die zu faul sind, um für ihre eigene Ernährung zu sorgen. Und von anderen klauen oder sogar einander töten, um zu überleben. Keine schöne Aussicht, oder? Aber nehmen wir mal an, das ist nicht, was geschehen würde.
sondern dass die bewusste Entscheidung, kein Geld mehr zu verwenden, unser Leben um ein Vielfaches verbessern würde. Sieh dir zum Beispiel dein jetziges Leben an. Wie frei bist du? Schuldest du jemandem oder einer Bank Geld? Kreditkartenschulden oder hast du eine Hypothek? Diese Dinge kannst du nicht einfach vergessen, oder? Du könntest am Schluss dein Haus verlieren oder ins Gefängnis kommen. Und was ist mit deinem Job? Wenn du einen Job hast, den du liebst, toll, aber die meisten Leute arbeiten nur, weil sie müssen. Du musst arbeiten, um deine Rechnung zu zahlen. Wenn du nicht arbeitest, gehen die Lichter aus. Das Telefon wird abgestellt, du kannst nichts zu essen kaufen und so weiter. Also bist du gar nicht wirklich frei, oder? Wie die meisten denkst du vielleicht, so ist das Leben. Du musst arbeiten, um Geld zum Leben zu haben. So wie es schon unsere Eltern taten. Nun, lass mich dir sagen, dass dies keine Tatsache mehr ist. Lass mich erklären, warum. Erstens, sei dir im Klaren darüber, dass wir eigentlich gar nicht das Geld brauchen, sondern nur die Dinge, die wir damit kaufen. Essen, Kleidung, ein Heim, Strom, Telefon, Computer und so weiter. Das Geld selbst steht nur dazwischen. Für sich allein ist es vollkommen wertlos. Es verursacht nur Leid bei denen, die nicht genügend haben. Bei der heutigen Technologie wird beinahe alles mithilfe von Computern und Maschinen hergestellt. In Wahrheit ist das der eigentliche Grund, warum überall Arbeitslosigkeit herrscht. Die Maschinen nehmen uns all unsere Arbeit ab. Aber wenn man kurz innehält und darüber nachdenkt, ist das eine wirklich gute Sache. Technologie hat uns vollständig von harter körperlicher Arbeit befreit. Darüber sollten wir uns freuen. Wenn also keine Menschen mehr zur Produktion der Dinge nötig sind, die wir konsumieren, ist die Entscheidung nicht weit, diese einfach herzustellen. Gibt es dann einen Grund, warum wir es nicht für alle tun sollten? Anstatt nur für diejenigen, die zahlen können? Zurzeit geht es in unserer Wirtschaft nur darum, Geld herumzureichen. Das hat nichts damit zu tun, uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Das einzige Hindernis der Produktion von Gütern, die wir benötigen, sollten physikalische Möglichkeiten sein. Und nicht Erschwinglichkeit. Was auch immer du glaubst, unser Planet ist voller Ressourcen. Genug für alle. Das einzige, woran es scheinbar mangelt, ist Geld. Warum also nicht einfach alles kostenfrei machen? Geld komplett aus dem Spiel lassen? Warum nicht? Es ist unsere Welt. Wir machen die Regeln. Das Einzige, was Geld verursacht, ist Ungleichheit. Ein Wertesystem, das darüber entscheidet, wer was bekommt. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt uns Technologie die Möglichkeit, das System von Arm und Reich abzuschaffen. Und das ist erst der Anfang. Die Befreiung der Welt würde das volle technische Potenzial entfalten und uns erlauben, saubere Energiequellen zu nutzen. Wohlstand und Wissen würden sich über die ganze Welt verbreiten und Krieg und Ungleichheit endlich beenden. Stell dir das mal vor. Nahrungsmittel in höchster Qualität und genügender Menge. Größere und bessere Krankenhäuser und Schulen ohne Budgetprobleme. Saubere Energie und Kommunikation für jeden. Erforschung des Weltraums. Städte draußen im Meer. Wer weiß. Entferne die Kosten und die einzige Einschränkung ist unsere Vorstellungskraft und die benötigten Rohmaterialien, um herzustellen, was immer wir wollen. In der heutigen Gesellschaft bist du grundsätzlich tot, wenn du kein Geld hast. Das ist nicht einfach nur falsch und unmoralisch. Es ist nicht einmal mehr notwendig. Es gibt einen anderen Weg. Einen neuen Weg. Eine freie Welt ohne Geld. Wo alles kostenfrei ist. Wo du frei bist. Wo für alle gesorgt ist und wir endlich das Ende des Hungers sehen. Wo die Gesellschaft so gerecht ist wie nur möglich. Und die Technologie, ungehindert von Kosten, so fortschrittlich, dass wir uns kaum selbst wiedererkennen. Das alles ist jetzt möglich. Wenn wir es wollen. Das Free World Charter definiert 10 grundsätzliche Prinzipien, wie eine solche Gesellschaft aufgebaut werden kann. Diese Prinzipien sind keine Regeln oder Gesetze. Es sind lediglich Erklärungen über gesunden Menschenverstand, gemeinsame Werte,
und das Überleben von uns und unserer Erde. Eine Gesellschaft treu diesen Richtlinien würde schlussendlich gar keine Gesetze benötigen. Mit deinem Eintrag beim Free World Charter sagst du einfach Ja zu einer freieren, gerechteren und nachhaltigeren Welt für alle. Bitte trag dich heute ein auf freeworldcharter.org. Herzlichen Dank. Also wenn ihr euch mit dem Thema identifizieren könnt und das eben am Schluss erwähnte, könnt ihr eben hier draufklicken. Findet ihr eben hier die Präambel. Und das sind die Punkte, was ihr am Schluss gesehen habt. Zum Beispiel, erstens, die höchste Bestrebung der Menschheit ist das Gemeinwohl aller lebenden Spezies und der Biosphäre. Wenn ihr euch mit dieser Aussage identifizieren könnt, könnt ihr zum Beispiel hier bei die Stimme zuklicken, ein Häkchen machen. Und zweiten Punkt, das Leben ist in all seinen Formen kostbar und frei, sich im Sinne der Gemeinwohls zu entfalten. Wenn ihr euch damit identifizieren könnt, könnt ihr auch hier wieder ein Häkchen machen. Und bei allen Punkten, die euch zusagen, könnt ihr einen Hackerl machen, könnt ihr in euren Namen alles eintragen, von welchem Land ihr kommt. E-Mail-Adressen, so, die sind natürlich nicht öffentlich. Ja? Und dann könnt ihr hier unterzeichnen. Dann habt ihr eure Stimme nicht in eine Urne abgegeben. Denn eine Urne, das sind eigentlich nur für Verstorbene, sondern habt ihr mir wirklich an Bestimmungen teilgenommen, ja? Okay. Gehen wir mal kurz zurück zur Homepage. Von Kurt und der Brigitte Schrammel. Also wenn ihr gerne Mitglied machen werden wollt, dann geht ihr bei Mach mit. Und das sind die Anmeldeformulare. Und dann könnt ihr bei den Basisgruppentreffen treffen oder auch bei den Fest und bei vielen anderen Veranstaltungen. Zum Beispiel habt ihr den Kurt Schrammel auch schon beim Free Hugs Video gesehen, was ich gemacht habe. Kurt Schrammel ist auch beim Freundeskreis dabei, da habe ich ihn auch schon interviewt, wie beim Thema Kristalle für Fukushima. So, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr informieren wollt, wie es um den Geld steht, gibt es noch ein anderes schönes Video. Da sucht ihr einfach mal bei YouTube. Gebt ihr zum Beispiel ein Gib mir die Welt plus 5%. Warum überall Geld fehlt, Goldfischschmied Fabian. Das ist ein sehr längeres Video, es dauert gute 49 Minuten. Ist auch wieder ein Zeichentrick gemacht, aber sehr ansehnlich für Erwachsene und eben auch, dass es auch Jugendliche gut begreifen können. Da seht ihr einfach, wie beschrieben im Tauschhandel, wie es mit alle mit. Da seht ihr eben, wie es mit dem Geld angefangen hat und bis heute, ja, wie sich das alles entwickelt hat. Da erkennt man dann sehr schnell, dass Geld nicht zum Wohl gemacht wurde, um Tauschhandel effizienter zu machen, sondern wirklich um den Menschen in die Sklaverei zu treiben, in die Abhängigkeit. Ja. Es gibt viele andere Videos. Ich kann euch noch empfehlen, schaut bei der AZK, das ist die Anti-Zensur-Koalition, findet ihr auch im Internet. Da gibt es jährlich große Treffen, wo zigtausende Leute kommen und Referenten zuhören. Und da referiert immer ein, zwei Menschen über das Thema Geld und warum es nicht gut ist für uns. Ja? Also die AZK ist noch sehr empfehlenswert. Anti-Zensur-Koalition. Der Ivo Sasek in der Schweiz hat das gegründet. Das ist ein großer Filmemacher. Nun gut. Die Freie Weltbewegung und das Krypto-TV-Team hoffen, dass wir euch näher bringen konnten, woran es beim Geld wirklich fehlt. Und hoffen, dass wir euch Anregungen geben konnten, damit auch ihr ein besseres Leben gestalten könnt.
für eure Zukunft und auch die eurer Kinder und Kindeskinder. Seid frei, seid behütet und beschützt. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von CryptoTV.